Bungie hat jetzt seinen dritten Stream gemacht und da gab es einige Sachen, die richtig geil waren. Zuerst wurde erzählt, dass natürlich zwei Exo-Missionen zurückkommen, und zwar einmal nämlich die Whisper-Mission und einmal die Stunde Null-Mission, wo man die Ausbruch Primus bekommen kann. Und so wie es jetzt aktuell ja schon bei den anderen Craftable Exo-Waffen ist, werden wir dort auch wieder Katalysatoren bekommen für diese Waffe. Und vor allen Dingen bei der Ausbruch Primus sind richtig geile Perks dabei. Noch dazu wurden die Missionen auch ein bisschen verändert, denn man wollte halt auch, wenn Leute die Missionen spielen, die sie damals schon mal gespielt haben, ein bisschen überrascht werden und vor allen Dingen auch etwas Neues erfahren. Die Missionen gibt es auch natürlich wieder in Normal und in Legendär, also Meister. Und die normale Version, da hat man 40 Minuten Zeit, um das abzuschließen, und die legendäre Mission, das ist 20 Minuten. Und jede Woche wird dann immer wieder ein neuer Cut für die Waffe freigeschaltet. Das heißt, immer wieder jede Woche neu reingehen, machen und zack, hat man einen neuen Cut. Was die neuen Cuts machen, weiß man noch nicht. Das haben sie uns verschwiegen. Die Whisper-Mission wird direkt nächste Woche freigeschaltet und da kann man direkt schon mal reingehen und sich auf jeden Fall die Waffe holen, plus, glaube ich, ersten Cut. Und die Stunde Null-Mission wird es dann irgendwann im Mai geben, also nächsten Monat. Und bei beiden Exo-Missionen ist es halt, wie ich schon gesagt habe, so, dass man jede Woche reingehen kann und neue Überraschungen oder Geheimnisse entdecken kann, um halt auch Katalysatoren freizuschalten. Und außerdem auch die Schiffe, die es da gab, die man sich verdienen konnte, die gibt es auch wieder, aber eine andere Version davon, damit man sie sozusagen von den alten Schiffen unterscheiden konnte. Und vor allen Dingen sehen sie jetzt wohl ein bisschen besser aus. Und dann wurden drei neue Maps vorgestellt für PvP. Diese Maps sind hauptsächlich auf 3 vs 3 ausgelegt, also wo eher Comp und Trials. Eine Map davon wird auf Europa spielen, die andere auf Neomuna und dann noch eine, die auf einem Pyramidenschiff stattfindet, was vom Reisenden getroffen worden ist. Und diese Maps wird es dann in einer extra Playlist geben, damit man halt, wenn man wirklich diese Maps spielen will, auch sie direkt auswählen kann. Und Bungie hat dann noch einen vierten Stream angekündigt, der jetzt aber nichts mit Into the Light zu tun hat, sondern direkt mit The Final Shape, und zwar auch ein Gameplay Development Stream. Das heißt, wir werden da Gameplay sehen und vielleicht ein paar neue Infos, also ich gehe davon aus. Und das wird nächste Woche Dienstag jetzt auch direkt wieder sein, und zwar vor den Release von Into the Light. Und natürlich wird es da auch wieder ein neues Emblem geben. Außerdem bekommen wir noch in der Into the Light Aktion irgendwie Triumphe und auch einen neuen Titel, dann Brave. Und vor allen Dingen, was auch noch so ein bisschen angeteased worden ist, ist eine neue PvE Endgame Aktivität, die heißt Pantheon. Und zwar geht es darum, dass man dort Raid-Bosse bekämpft, in einer Schwierigkeitsstufe, die eskalieren soll irgendwie. Also entweder eine Aktivität, wo Raid-Bosse an sich direkt auftauchen, oder man hat halt so einen Startbutton und sitzt dann direkt vorm Boss und hat besondere Challenges. Und vor allen Dingen, wenn man das geschafft hat, soll man die Chance haben auf Meisterwaffen, die einem noch fehlen, auf irgendwelche Exos und auch noch auf Embleme und sowas. Also mal gucken. Das soll am 30.04. released werden und das wird noch in weiteren Drops nur erzählt oder gezeigt, was da passiert. Also leider nicht im nächsten Stream. Und was jetzt auch noch dazu gekommen ist, dass neue Spieler, die ins Game kommen, das Tutorial überspringen können und direkt in den Turm gehen können. Dort wird man dann so ein bisschen auch trotzdem geführt, so was man nehmen sollte, was jetzt zu tun ist, um halt seinen Leuten, mit denen man spielen will, direkt ins Abenteuer reinzugehen. Finde ich auch ganz gut, weil ich habe mal mit einem anderen Account das gespielt und es hat sich sehr gezogen, das Tutorial. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich finde es auf jeden Fall richtig interessant, dass wir jetzt noch einen Stream bekommen. Und vor allen Dingen diese neue Aktivität mit den Raid-Bossen, die am 30.04. kommen soll, die interessiert mich auch wirklich sehr. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Textvideo. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.